Wir sind heute in Mittlerberghütten, da gibt es das Technische Ausbildungszentrum und wir von der Salzburger AG schicken unsere Lehrlinge neben der fachlichen Ausbildung im Betrieb für so Spezialkurse hierher. Da haben wir im zweiten Lehrjahr Elektronik, einen Elektronikkurs und im dritten Lehrjahr einen Schweißkurs und das schauen wir uns jetzt an. Auf dem Weg zu unseren Lehrlingen schauen wir uns das Haus ein bisschen an vom DATS. Hier haben wir den Mechatronikraum, wo unsere Lehrlinge auch im zweiten Jahr für eine Woche für einen Pneumatikkurs eingesetzt werden und im Bereich der Automatisierungstechnik ihr Wissen vertiefen. Im nächsten Raum ist es so, dass wir die Lehrlinge jetzt schon antreffen, die die Grundlagen der Elektronik kennenlernen. Das machen die Elektriker, also verschiedene Lehrlinge bei uns machen da diese Grundausbildung und da gehen wir jetzt ein. Ich möchte eingangs noch erwähnen, warum wir diesen Kurs machen. Es gibt für jeden Lehrberuf das Berufsbild, wo die fachliche Ausbildung geregelt ist, wo drinnen steht, welche Kompetenzen die Lehrlinge erhalten müssen, erlernen müssen. Und neben der betrieblichen Ausbildung im Betrieb haben wir da Intensivkurse im Ausmaß von einer Woche, wo Kompetenzen vermittelt werden, zum Teil auch mit einer Prüfung und wo sie dann richtig stark vorbereitet werden für einen fachlichen Werdegang in der Salzburger AG. Servus, grüß euch, ich bin der Hui Wirtan. Also ich mache eine Doppellehre. Erstens an Elektrotechniker mit Schwerpunkt Energietechniker und zweitens an Maschinenbautechniker mit Schwerpunkt Metalltechniker. Also wir machen halt die Widerstandsbestimmung über den Strom und über die Spannung. Da habe ich zum Beispiel einen digitalen Multimeter und einen analogen und über die zwei messe ich eben die Spannung und den Strom. Also was ich mir von dieser Woche eben noch erwarte, ist, dass ich eben die ganzen Grundlagen von Elektronik dann drauf habe und dann eben, wenn ich mal gefragt bin in diesem Thema, auch Fragen beantworten kann. Jetzt haben wir gesehen, was die Lehrlinge im Bereich der Elektronik so lernen. Jetzt gehen wir um mit zu unseren Lehrlingen aus dem dritten Lehrjahr, die gerade den Schweißkurs machen. Und auf dem Weg seht ihr da auch Werkstätten im DATS, wo auch Zerspannungstechnik angeboten wird. Sowas machen wir bei uns im Betrieb. Also müssen wir nicht hier ins DATS fahren, aber eben für die Schweißprüfung nützen wir diese Einrichtung und das schauen wir uns jetzt ein bisschen genauer an. Ja, ich finde es echt super. Am ersten Tag haben sie uns schon durch die ganzen Räumlichkeiten durchgeführt und die Ausbildner, wenn du da Fragen hast, die kennen sich echt gut aus und die haben auch für alles eine Antwort. Und es ist auch voll super, dass jeder Ausrüstung hat, also seine eigene da drinnen. Ja, ich freue mich, dass wir ins Schweißen lernen. Also zuerst müssen wir uns einmal ins Werkstück holen, nachher müssen wir es im eigenen Schleifraum drüben abschleifen. Dann gehe ich in die Kabine, schalte den Schweiß ein, ziehe meine Schutzkleidung an und dann geht es an den Schweiß. Ja, das bringt schon viel. Weil in der Firma hat man meistens nicht so viel Zeit, dass man das alles lernt. Und da im Ausbildungszentrum hat man halt die ganze Woche Zeit nur für ein Thema. In dieser intensiven Ausbildungswoche geht es wieder zurück für die Lehrlinge in den Betrieb, in die Ausbildung, für die vom dritten Lehrjahr sogar in die Berufsschule. Der Salzburger AG ist es wichtig, dass sie in ihrer Ausbildung allumfassend ausgebildet werden, dass man vielleicht ein bisschen mehr macht als bei anderen Betrieben. Und da bietet sich natürlich das DATS in Mittlerberghütten gut an. Das DATS ist im Bongau, das heißt, wir haben hier zum Teil auch längere Anfahrtswege für die aus der Stadt. Und die Pinzgauer und Bongauer freuen sich, dass sie nach und daheim sind und nicht so weit fahren müssen. Und wenn Sie oder ihr Lust habt, eine Lehre bei der Salzburger AG zu machen,
in unseren vielfältigen Lehrberufen, dann schaut auf unserer Homepage www.salzburg-ag.at/karriere. Wir freuen uns.